Nachbau der Projekte erfolgt auf eigene Gefahr. Ich übernehme keine Haftung für etwaige Schäden, weder Sachschäden noch Personenschäden. Hey Leute, ich habe noch ein Paket bekommen, aber ich weiß nicht mehr woher. Und ich habe dann noch kein Video dazu gemacht, ich muss es irgendwo vergessen haben. Also, was da drin ist, ist ein Ladegerät, was wohl sehr nützlich ist, vor allem weil ich überall USB habe. Da kann ich hier Nickel, Cadmium und Nickel Metallhydrid-Akkus hier schön laden damit, weil die benutze ich ja ständig zum Basteln. Steckt es an USB an. Das kann ich gleich mal anstecken und gleich mal Akkus laden damit. Okay. Dann sind hier noch vier Akkus, die sind wohl Fake-Akkus. Und zwar, die sind viel leichter als die hier. Ich habe gut und günstig, die sind viel schwerer. Die haben 2400 mAh. Hier. 2400 mAh und die habe ich echt, die haben echt 2300 habe ich bei denen gemessen. Und die sollen 3000 haben und sind viel leichter. Ich glaube, die sind nicht richtig, aber stecke ich die mal da rein. Ah, dann zeigt ihr mir hier schon an. Eins, dann zwei, dann drei, dann vier. Schauen wir da mal. Okay, lasse ich die mal laden in der Zeit. Aber hier sagt ihr mir schon zwei und drei blinken. Irgendwie sind die ganz kaputt oder leer oder so vielleicht. Ich kann die mal raustun. Tauschen wir die mal um. Das Ladegerät sollte funktionieren, ja. Jetzt ist die letzte. Jetzt die da. Okay. Die Akkus lassen sich wohl nicht so gut laden. Hier steht da hier. Spannung 1,4 Volt, Output Current 500 mA und auf 90% lädt er die auf. Vielleicht sind die ja auch schon voll. Gucke ich später mal. Okay. Dann hier eine Lampe. Eine Lampe. Da habe ich die Birne da rein. Eine Lampe, maximal 35 Watt, aber Halogen. Das ist toll. Hier zum Anklipsen. Sehr streng der Clips, ja. Ja. Sehr schön. Mit einem Schalter und einem Stecker. Den muss ich mir mal irgendwo hinmachen. Wenn ich basteln tue, löten tue und so, dann ist das echt ideal. Ich habe irgendwo auch noch einen Arm für Kamerahalterung. Okay, dann, was ist das? Ist das vielleicht so eine TV-Guckenbox? Ego. Okay, muss ich mal gucken. Hier ist Infrarotempfänger wohl. Hier hinten HDMI, Ausgang. Oder HD, ja. Dann hier Netzwerk wohl, SPDIF und AV. Hier zweimal USB, einmal was für eine SD-Karte. Da muss ich mich mal genau schlau machen, was das ist. Ja, Mac und so, okay. Dann noch eine Fernbedienung. Eine Fernbedienung, ich glaube, das ist die Fernbedienung dazu. Kann ich mal gucken, sind da Batterien drin? Ja, sind sogar Batterien drin. Mal gucken, ob die funktioniert. Ja, funktioniert sogar. Die blinkt hier, okay, die funktioniert. Gut, in der Kamera sieht man, dass die funktioniert. Dann eine Fritzbox. Da muss ich mal gucken, was ich mit dir anfangen kann. Ob die noch funktioniert. Vielleicht schon. Hier, WLAN-Schlüssel möchte ich ungern zeigen, aber eine Fritzbox, okay. Dann geht's weiter. Also von wem habe ich das Paket? Da bin ich die ganze Zeit am überlegen. Vielleicht Richtung Action for Free. Dann hier ein Netzteil. Hier steht drauf, 12 Volt, 6 Ampere. Das ist schon einiges. Ja, 12 Volt, 6 Ampere. Mit Kaltgerätebuchse, das ist ja praktisch. Und so ein Stecker. Ich habe einen Monitor, da brauche ich 12 Volt. Vielleicht passt der Stecker ja am Monitor. Das wäre geil. Vielleicht passt der ja. Also dem habe ich ein Netzteil. Dann hier, was ist das? TP-Link Model SN, ein 150 MB Brelles N Mini Pocket Router. Auch ein Router. Da hat der auch irgendwie, ist das Infrarot? Was sind das nur LEDs? LAN-Bahn, USB-Reset. Okay, da muss ich mal gucken, was das ist. Das ist echt cool.
dann hier ein Digitus Input 1.2 Einschalter, ein, ich glaube, das ist ein HDMI-Verteiler, oder? Ja, HDMI-Splitter, 5 Volt braucht der. Mal schauen, ich glaube, wenn ich mehrere Monitore hätte, könnte ich den gebrauchen. Muss ich mal gucken, wenn ich HDMI-Fernseher oder so hätte. Ich habe meistens noch Monitore, die haben kein HDMI. Dann Motorola Funkgerät. Da ist wohl der Akku leer bei dem. Und noch eins, Motorola CP040. Da muss ich mal gucken, ist das PMR oder Freenet? Wenn es Freenet wäre, das wäre mega. Wenn es PMR ist, ist es auch nicht schlecht. Was ist hier? Ja, da scheint sich Batterie, ein Radio, ein Charger, okay. Da haben wir sogar ein, die Ladeschalen und Ladegeräte dazu. Ah, das geht, das macht Tutut. Kann ich senden. Ah, man hört was, wenn ich Lautstärke ganz laut mache. Dann hier, da rauscht es, und hier. Ah, muss ich mal schauen. 1, 2, 3. Ah, ich glaube, das ist voll Freenet, wo? 1, 2, 3. 4. 1, 2. 4. 4 Kanäle. Okay, Motorola. Machen wir wieder aus. Schauen wir mal, was das für welche sind. Da haben wir auch noch die dazugehörigen Ladeschalen. Hier eine Ladeschale. Muss ich das Netzteil anstecken. Hier mit Netzteilboxe. Dann hier noch eine Ladeschale. Nochmal Netzteil. Netzteile sind da drei drin irgendwie. Eins Motorola. 18 Volt 900 mA. Ein Trafo-Netzteil. Dann noch ein Netzteil. 18 Volt 900 mA und noch ein Netzteil mit 16 Volt 900 mA. Ich glaube 16 Volt 900 mA. Ich glaube die zwei 16 Volt 900 mA sind das. Wo? Prüfung. 16 Volt oder 18. Oder eins von den 18. Ich schätze mal die zwei gleichen müssen sein. Wo das Gerät braucht. Dann hier, das ist, denke ich mal, das Netzteil für den Router, also für den, für die Fritzbox. Dann haben wir hier noch einen Bluetooth-Stick. Genau, dann hier noch ein Telefonkabel. Ich schätze mal auch für Fritzbox oder so. Oder für den Mini-Router und noch ein Kabel. Ein Stecker auf Stecker. Ich sage was wie Netzwerkkabel. Jo. Okay, sage ich mal danke, und ich möchte dann, ja, vielleicht kriege ich noch raus, von wem das Paket ist. Ich räume jetzt erstmal alles wieder ein, das da benutze ich gleich, und ja, dann mal schauen. So, dann nehme ich mal den Kassettenrekorder als Unterlage, wiege mal eine von denen, 13 Gramm, die 3000 haben sollten, und eine von denen hier, 28 Gramm. 28 Gramm, und die haben wirklich die 2000, also die haben 2300 zumindest. Die 2400 steht drauf, 2300 haben die auf jeden Fall. 28 Gramm. Und die, wo 3000 haben sollen hier, 3000, die wiegen die Hälfte, 13. Zwei Stück wiegen dann 27, 28. Okay, die wiegen die Hälfte, die halb so leicht wie die. Wie die Original. Also das sind Fake-Akkus, vielleicht lassen die sich deswegen auch nicht so gut laden. Okay, ich habe die jetzt da drin, und nach weniger als 10 Minuten machen die schon schlapp. Man hört nichts mehr, das dreht sich nur noch langsam. Die zwei, dann nehme ich die zwei jetzt. Die Akkus, die haben wohl nur ganz, ganz wenig Kapazität. Wenn die nicht mal 10 Minuten halten. Jetzt mit denen, da geht's noch. Wenn jetzt sich die Eingangsspannung verändert, ja, wenn vom Tonabnehmer Spannung kommt, mal schauen, wie lange die beiden funktionieren. Dann tue ich die beiden mal zum Laden wieder. Da habe ich die anderen zwei noch da.
Funktionieren tut das ja schon. Mal schauen. Der lädt bis 500 mA. Noch funktioniert das. Aber es hört sich langsamer an irgendwie. Das ist ein kleiner Widerstand gegenüber dem Source-Widerstand. Das Ganze ist aus Physik der Elektro-Gitarre, was ich da mal aufgenommen hatte. Der sagt, der Akku ist kaputt. Der zweite lädt noch. Der wird wahrscheinlich auch bald kaputt sein. Also die zwei, die lassen sich gut laden. Und die gehen dann auch ewig lange. Der da ist wohl kaputt. Und der... Ich könnte mal probieren, die mit dem USB-Netzteil aufzuladen. Mal schauen, ob die dann länger als 10 Minuten durchhalten. Weil nach 10 Minuten haben die schlapp gemacht. Ja, mal gucken. Vielleicht mag das Ladegerät die nur nicht, aber das mag die nicht hier. Die werden geladen und die zwei da, die mag es nicht. Ja. So, dann lade ich die mal damit auf. 1, 2, 3, 4. Mit 437 mA. Spannung steigt. Jetzt warte ich mal, bis diese warm werden. Und wenn die warm werden, dann kann ich einen Entladetest machen und mal gucken, wie lange dieser Walkman damit die Kassette abspielen kann. Mal schauen, ob die überhaupt brauchbar sind. Ja, gucken wir mal. So, ich vermute, dass die 300 mAh haben. Hier mit 243 mAh haben die geladen. Jetzt werden die warm hier. Ich habe hier schon 29,5 Grad. Kann ich auf der Wärmebildkamera sehen. Hier knapp 30 Grad. Bei 245 mAh. Geladen. Die Spannung ist ein bisschen hoch mit 7,34 Volt. Aber ich schätze, dass sie so 300 mAh haben. Also statt 3000 haben die 300. Und es deutet sich auch, das stimmt dann auch in etwa, dass die jetzt warm werden. Ich lasse noch ein bisschen weiterladen und schau mal, wenn die noch ein bisschen wärmer warm werden, höre ich das Laden auf. Und dann schauen wir mal. Da, hier der Ladedings da, die wird ein bisschen wärmer hier. Der Wandler da, aber... Fast 250 mAh. Jetzt 250 mAh, 7,34 Volt. Das sind über 1,5 Volt pro Zelle. Die haben keine 3000. Geht von der Temperatur aber noch so knapp 30 Grad. 29,3, ja. Dann hier 29,7. Okay, lassen wir noch ein bisschen laden auf 300 mAh und dann können wir mal gucken. Aber ich glaube, dass die echt nur 300 mAh haben. So, jetzt haben wir da schon so 37 Grad. 35, 37 Grad, die sind schon sehr warm. Wir haben hier 594 mAh. Also 600 haben die wohl nicht, weil jetzt merkt man, die jetzt richtig warm werden. 34 Grad langsam werden die richtig warm. 35 Grad. Ja. 36. 36,3. Dann die da hier. 37,8. Ja. Jetzt werden die schon sehr warm hier. Bedeutet... Ja, ich würde sagen, ich höre auf zum Laden. Die Spannung ist auch gesunken. Und wenn die Spannung sinkt, bedeutet das, die sind voll, weil die sind dann wärmer geworden. Dann sinkt auch die Spannung. Also, ja, ich habe mit 430 mA geladen. Ist vielleicht ein bisschen viel für die kleine Kapazität. Bei 3000 wird es wenig, aber bei so 500 mAh ist es halt schon zu viel. Also, die werden schon sehr warm. Zu den Ladestrom mittlerweile eigentlich nur noch verheizen, daher höre ich das Laden auf und ja, die 3000 haben die definitiv nicht.